Aber wir haben schon wieder die erste Energie. Okay, so, super. Ja, unsere gesamte Produktion läuft zu 12%. Das ist schon mal was. Ah, das reicht doch. Das ist, man muss, das ist, ist entschleunigt auch irgendwo, ne? Also es muss genau. Man schon, ja, ist ja wichtig. Ein bisschen Zeit in der Natur verbringen, so. Also sofern noch, sofern noch da, so. Ne? Also, so, manchmal haben wir sie auch... Ein bisschen langsamer, in der heutigen Gesellschaft. Da liegt die Ruhe und so in der Kraft und so. Ja. Also irgendwie. Kraft liegt in der Ruhe und so. Mindestens. Manchmal sogar noch weniger. Ja. So, pass auf, hier liefern wir erstmal Magneten an. Zum Verteilen. Passt. Magneten kommen jetzt ins System. So, dann schaue ich mal hier die Code Blution Abnahmeteile hier. Die kommen jetzt hier raus. So, gehen dann hier rüber. Gehen dann hier rein. Das ist Magnetics. Okay. Ah, jetzt schon wieder Energie weg, ne? Ja, aber es wird besser. Es wird deutlich besser. Gut, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir noch die Kupferplatte von da hinten. Die könnten wir hier vorne teilen. Und dann so ans System anliefern. So. Und hier rein. Dann haben wir einmal noch Kupferplatte. Und dann kommt von hier oben Eisen noch rein. Und die Zahnräder könnten wir theoretisch eben auch anliefern. Warum nicht? So. So, das ist Eisenplatte. Und dann liefern wir noch Zahnräder an und dann wird das wenigstens das System, was Code Blue hier gebaut hat, kann jetzt sozusagen komplett in, oder ist jetzt komplett über anforderbar. Sprich, wenn Code Blue jetzt auf Herkules 1 steht und braucht ein Zahnrad zum Beispiel, kann er das von der Heimatwelt bekommen? Das wird geliefert. Was ich sehr cool finde. Mhm. Wow. Okay, cool. Oder Eisenplatten können jetzt auch geliefert werden. Gerade wichtig, wenn wir mal einen neuen Planeten angraben. Dann brauchst du nicht halt 100.000 Sachen mitnehmen, sondern brauchst im Prinzip nur so die erste Grundenergie aufbauen, einen Raumhafen platzieren, der dann halt ewig 1.000 Jahre auflädt. Aber der funktioniert ja in der Zeit schon. Okay, es kommt alles. Passt. Alle Zubringer funktionieren. Aber bis der auch mit den Ressourcen aufgeladen ist, dauert es ja ewig. Ja, ja. Also sieht man ja hier jetzt ganz gut. Wobei, man darf nicht vergessen, unser Stromnetz funktioniert gerade erstmal zu 16%. Also, das dauert jetzt noch eine. Der steigert sich jetzt schon. Man merkt das schon, dass immer schneller immer Energie reinkommt. Also, Ich meine tatsächlich gar nicht die Energie, sondern die von den Waren her. Ja, ja. Gut, bei 10.000 Menge. Also. 10.000 Menge ist halt schon viel, ne, was da reinpasst. Pro Ressource. Ich frage einfach mal ganz, brauchen wir 10.000 Solarpaneele? Nee, brauchen wir nicht. Sollten wir das vielleicht mal, weil dann würde ich das vielleicht begrenzen auf irgendwie 3.500. 1.000 reichen eigentlich. Also du kannst einen Pol mit, ich habe jetzt 200 angefordert und habe schon einen relativ großen Solarring außenrum gezogen. Und es wird ja danach produziert. Das heißt, nur weil dann, ne, weil man einmal die Produktion rausgenommen hat. Wobei wir später auch ganz andere Techniken haben. Also das ist ja, die Solarplatine ist ja eher dann für den Anfang ganz okay. Dann setze ich das mal auf 1.000 runter, das ist ein bisschen, bisschen stauen kann. Ich schau mal, wir produzieren.
Wenn das Ding auf maximal Level läuft, produzieren wir 27 Solarpaneele pro Minute. Ja, aber das tut's nicht. Ja, wenn es denn mal auf Maximum liefe dann. Ne? Also das kommt ja immer drauf an. Jetzt ist wahrscheinlich, jetzt haben wir gerade so im Durchschnitt 18 auf die letzte Stunde pro Minute produziert. Ja, das ist okay, oder? Also würde ich jetzt schon sagen. So, wie gesagt, die Produktion hier, die läuft jetzt so langsam aber sicher wieder an. Ich mache jetzt gerade noch mal schnell unser Provisorium da hinten weg, weil jetzt kann ich es ja auch wegmachen. Weil mich das sonst nervt. Ach nee, das haben wir ja schon weggemacht. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ja, meine Güte, okay. So. So, Koblu, jetzt läuft unsere Forschung wieder. In wenigen Sekunden. Muss ich gerade noch durchs System durcharbeiten, aber dann, wenn das jetzt ankommt, dann produzieren wir wieder ausreichende Mengen. Puh. So, jetzt endlich zu Hause, habe meine D1-Prüfung gemacht und mit Bravour bestanden. Goodbye, Dragon, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das freut mich, da hast du jetzt aber Grund zu feiern, oder? Suseline, wunderschönen guten Abend dir. So. Koblu, die erste gelbe Forschung geht wieder auf die Reise. Oder wie du sagen würdest, die BVB-Forschung. Ich bin da offen. Ah, okay. Für unsere ostdeutschen Dynamo Dresden-Fans. Ach so. Das ist auch in Ordnung. Ist okay dann, sagst du, du teilst auch. Licht am Fahrrad, Dynamo. Ich glaub, so ging das. Irgendwie so war das bestimmt, ja. Okay. So. Lass mal ganz kurz überlegen. Ich habe noch einen Spaceport. Und der muss auf die. Jetzt, nachdem die Forschung wieder läuft, und das ist nämlich sau wichtig, dass die wieder läuft, weil wir haben nämlich wahnsinnig lange Pause jetzt gerade hier in dem System gehabt. Nachdem die wieder läuft, baue ich jetzt hier oben einen Spaceport hin und kill erstmal unsere Energie das nächste Mal. Weil einmal allein reicht mir nicht. Wenn das System schon am Zusammenbrechen ist, dann erst richtig. So, Vollgas. Und Anschub. Haben wir noch vier? Ja, tu mal da zwei rein. So. Guck mal, wie schaut jetzt unsere Energie hier aus? Power, Local Planet. Zack. Wobei, die Solarpaneele tun ihren Job, ne? Also die können den Demand schon so ein bisschen wenigstens reduzieren. Das ist jetzt nicht wie gerade eben, wo es halt einfach immer am Limit unten gepiekt hat. Und dann erst irgendwann zurückgegangen ist. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Na, schön. Also es killt nicht den ganzen Planeten. Okay, so. Kurze oder lange Rede, kurzer Sinn. Wir fördern jetzt hier als allererstes, kriegt Code Blue erstmal für den Fall der Fälle Glas gibt es jetzt hier erstmal für uns. Für den Fall, dass Code Blue mal Glas braucht. So. Okay, wie schaut die Energie gerade aus? Wird schon deutlich besser, ne? Also das reduziert sich sehr, sehr schnell. Das ist okay. Batterien haben wir immer noch keine, aber das ist... Wobei, wir könnten Batterien bauen, ne? Ja, nee.
Nee, wir können die das kristalline Silikon nicht herstellen mit der Hand. Das muss produziert werden. So, dann erhöhen wir hier die Produktion mal. Glas brauchen wir auch nicht so viel, da lagern wir jetzt auch nur so 3000 oder so. Mehr braucht da gar nicht im Hauptspeicher zu liegen. Nur, dass man was anfordern kann, wenn man was braucht. So, und wir nehmen das Ding und gehen damit hier mal bis ungefähr hier hinter. So. Und dann bauen wir Prism da draus. Und das geht in den Assembler. Okay. Das heißt, wenn wir das jetzt gebaut haben, kriegt Code Blue eigentlich relativ bald schon seine ersten Prismen geliefert. Ja, wunderbar. Also, sofern das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, in wenigen Sekunden müsste dann die Produktion zumindest gestartet sein, dann dauert es noch ein Schlückchen, bis es dann auch tatsächlich losgeht damit. Also bis auch genug zusammengekommen sind, dass auch ein Raumschiff dann abhebt. Weil die werden ja nur in 200er Stacks geliefert. Aber hier ist auf jeden Fall zwei Raumschiffe sind schon auf Warteposition. Wie läuft die Produktion? Wissen wir nicht. Laurin? Hm? Warum verzögert sich denn das Champions League-Finale? Hast du da vielleicht Informationen für mich? Da hätte ich auch leichtes Interesse allgemein dran. Was ist da los? Kannst du uns da Informationen geben? Tropfnase, Hallöchen, guten Abend dir. Viele Fans vor dem Stadion. Oh nein, echt jetzt? Oh, ist das traurig. Viele Fans. Huch. Nächstes Jahr muss Leipzig gegen Salzburg im Champions League-Finale spielen. Ansonsten wird das nix. Sonst haben wir zu viele Fans vor dem Stadion. Das ist schon ein bisschen bitter, ne? Also, ach, ich find's großartig. Ja. Alles klar. Prisma-Produktion läuft für dich. Und zwar jetzt so ganz okay. Wir produzieren Local System. Prisma. Da. 108 die Minute aktuell. Perfekt. Ja, 108 die Minute sollten durchkommen. Das heißt, alle zwei Minuten müsste eigentlich von hier aus ein Raumschiff dann starten. Wenn die Produktion so auf dem Niveau hochfährt dann erstmal. Wir sind noch ein bisschen langsam unterwegs, aber es wird gleich. Es läuft noch nicht perfekt. Das wollte ich hier auch nochmal ein bisschen erweitern. Ja, okay, jetzt sollte die Produktion sich langsam aber sicher dann einpegeln. Schauen wir mal.
120 liegen schon drin. Das heißt, das erste Raumschiff hier müsste gleich losstarten. Und Richtung Pol von Cold Blue fliegen. Und wenn das dann der Fall ist, brauchen wir ja nur noch diese andere Geschichte, diese Protonenkombinierer. Die produziere ich aber hier auch gleich. Die könnten wir eigentlich hier tatsächlich auch herstellen. Sagen Liebe! Okay, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Schön, dass du dabei bist. Hi. Oh nein. Ist schon wieder passiert. So. Okay. Ich guck gerade mal. Jetzt kommt gleich die erste. Das erste Raumschiff ist gleich auf dem Flug. Perfekt. Warte kurz. 190. 195. 96, 97, 98, 300 und... Koblu, kannst du mal gucken, ob ich das auf Demand gestellt habe bei dir? Auf Demand? Mhm. Remote Demand, ja. Oder gehen von den Dingern mehr rein? Remote Supply. Bei dir ist Remote Demand eingestellt. Mhm. Bei Prisma. Ja. Warum heben die nicht ab? Nee. Ich brauche ja gar nicht Prisma. Was brauchst du? Actually brauche ich doch Photon Combiner und Graphen wolltest du machen. Oh. Ja gut, das ist jetzt so nicht geworden. Die Photon-Kombinierer kommen gleich. Großartig. Das Graphen liefere ich jetzt an den anderen Port an. Das ist relativ unkompliziert lösbar, sobald ich wieder erste Förderbänder zur Verfügung stehen habe. Uch. Yoko, hi. Grüß dich. Ja, da sind Moleure passiert. Es wurden Fehler gemacht. Leute waren nicht aufmerksam. So Sachen halt. Oh Mann. Das passiert mir halt echt. Ich dachte, ich hätte noch Prisma bei dir angefragt. Weil das halt auch Bauvoraussetzung für die Solarsegel ist, ne? Aber ich meinte, wahrscheinlich habe ich mich verschaut. Und habe irgendwas anderes gesehen. Und dann, naja. Da. Moment. Nee, ich. Prisma ist ja nicht mal. Nee, ich weiß, das ist bei den Photon-Kombinern. Also Prisma brauchst du dann für die Photon-Combiner, ja. Okay. Hm? Ja, und ich hab das irgendwie abgespeichert, dass du die auch brauchst. Ist Quatsch, aber hab ich einfach nicht aufgepasst. Ist aber kein Problem, die kann man durchaus auch in Spaceport mal reinliefern. Verzeih dir. Es ist ja quasi nicht so schlimm. Dann mach mal als nächstes, sobald ich dann die Rail Ejectors baue, kriegen wir das schon hin. Okay. Wie viel Graphen haben wir? Wahrscheinlich Max. Ja, absolut. Höchstsumme. So, und wenn wir das jetzt noch haben, wir bräuchten halt echt mal so eine Produktion für Fließbänder. Da kannst du einfach mal 500 Stück auf irgendwo in einem Spaceport irgendwo in der Galaxie anfragen, musst du nicht jedes Mal selber bauen, weil das geht nämlich auch relativ heftig in die Ressourcen, ne? Wenn du jedes Mal 300 Stück quasi Ressourcen dafür noch mitnehmen musst. Das ist absolut korrekt. Könnte man eigentlich mal machen. Das frisst ordentlich. Ja. Also, gerade weil du viel davon brauchst.
Und das dauert halt einfach auch. Ich merke das ja jetzt, ne? Ich baue gerade 5000 andere Sachen. Und, das macht sich bemerkbar. Warum habe ich eigentlich einen normalen Spaceport in der Hand? Ah, jetzt. So, sehr gut. Dann. Agraphen kriegst du jetzt auch gleich. Und zwar wirklich in Mengen, die jenseits von Gut und Böse sind, ne? Da kommt richtig viel dann bei dir an. Fließbänder am Fließband produzieren. Andrea, das ist der Plan. Das ist quasi ein Fließband Perpetuum mobile am Ende. Ja, liebe Kinder, so macht man aus einem Fehler etwas Gutes. Ja. Das hilft ja nichts, ne? Hilft ja nichts. Traffic Monitor, Automatic After Setting, the Automatic Piler on the Conveyor Belt can automatically integrate two consecutive cargos into one. Okay. Geil. Ein neuer Zweck. Markus! Dankeschön für deinen verschenkten Sub an MK! Der Unterstrich Franke schenkt einen Sub an MK81. Vielen lieben Dank an der Stelle für den ganz, ganz lieben Support wieder. Danke mal. Danke nochmal. Vielen Dank. So. Also ich näher mich dem Spaceport mit großen Schritten, Goblu. Ich näher mich ganz, ganz arg an. Ist nicht mehr weit, ich sehe ihn schon. Toi, toi, toi. Das auch klappt. Da wird schon, da wird schon. Dann kommt Graphen ja. Zumindest mal, dann ist wenigstens eine Ressource mal da. So. Schauen wir mal gerade 30. Na, ja, das müsste eigentlich fast ausgehen, ne? Nicht ganz, aber könnte knapp klappen, das dann hier reinzufädeln. Mal schauen, das müsste gehen. Schauen wir mal. Das ist hier oben, dann hier rüber, dann hier noch ein bisschen rüber und dann hier rein. Nicht ganz. Da fehlt noch Mühe. Wird schon gebaut. Braucht Koblu Graphen, ja. Also die Graphen... Pass auf, der Koblu baut gerade eine Fertigungsstraße für Solarsegel. Und dafür braucht er Graphen und eben die Photonenkombinierer. Graphen ist jetzt gleich quasi am Spaceport und kann ich dann eben hier auf dem... auf Remote Supply stellen. Und das kannst du relativ viel brauchen. Also das kannst du überall in verschiedenen Produktionen brauchen. Und jetzt kommt es eben relativ flott rein. Und hier liegen aber keine Raumschiffe drin. Das heißt, hier kriegt er auch nochmal zwei Raumschiffe, damit die dann auch hin und her fliegen können. Wir haben jetzt gleich das erste Raumschiff, müsste demnächst abheben. Wir produzieren jetzt aber auch nicht mehr so krass viel Graphen, glaube ich. 144 pro Minute Graphen. Jetzt läuft die Produktion aber wieder an. Die lief nämlich eine Zeit lang gar nicht. Weil der, weil es halt einfach voll war, ne? Und wir produzieren 144 und Code Blue, ich vermute mal, das sind die, ja, fünf Konsumenten auf Herkules 1. Und da ist auch schon, die ersten beiden Raumschiffe sind schon weg. Ah, okay, nee. Ich glaube, einer fliegt zu Code Blue gerade. Das kann gut sein. Ja, also müsste jetzt gleich bei dir einer landen mit Graphen an Bord. So, und ich nehme die Prisma-Dingers hier raus.
Frage ist, brauchen wir die wirklich hier drin? Und so viel produzieren wir halt auch nicht, ne? Sind wir auch nicht so krass viele. Aber gut. So. Und dann brauchen wir eben diese Prisma-Produktion. Die bauen wir hinten auf. Quatsch, Photon-Kombinierer. Im Assembler, ja gut. Easy. Also gibt's einmal hier rein. Dann kommt hier die eine Fertigung noch rum. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir dann produzieren, bin ich ehrlich. Ich glaube, wir sollten den Arm jetzt erstmal einstellen. So, und dann liefern wir lieber die Photon-Kombinierer an. Gut. Also, die Produktion läuft. Mr. Blue. Du kriegst jetzt Graphen und du kriegst jetzt die Photonenkombinierer geliefert. Wir produzieren von den Photonenkombinierers zu wenige noch. Du brauchst, das sind die bei dir, Herkules 1, ja, 56 pro Minute und ich produziere nur 36 die Minute. Das heißt... Wie stelle ich die ein, dass die auch rauskommen? Wie meinst du? Wenn du ein Band aus dem Spaceport nimmst. Also du gehst auf den Spaceport, gehst raus und dann hast du den Filter. Mit Tab kannst du auswählen, was aus dem Band rauskommen soll. Ich drück, pass auf, wenn du bei mir im Stream guckst, ich gehe auf den Spaceport. Dann ziehe ich das Band raus und sage mit Tab, welche Ressource ich rausfädeln möchte. Aha, okay. Das geht da relativ geil. Und du kannst damit eben auch relativ cool steuern, wo was rauskommen soll. Das macht dann schon Sinn. So, und jetzt produziere ich wahrscheinlich genug. Ja, ich produziere mehr, als du brauchst. Es dauert natürlich, wir müssen immer den Transportweg noch einkalkulieren. Also ich muss hier auch noch ein bisschen gucken, dass wir auch genug haben. Aber produziere ich jetzt genug Prisma? Nee, produziere ich nicht. Machen wir mal so. Jetzt produziere ich deutlich mehr, als ich brauche. Passt. Das heißt, die Produktion sollte jetzt eigentlich gesichert sein. Wir produzieren 216 und verbrauchen aber nur 120. Und bei den... Kombinierern sind wir knapp drüber. Aber die laufen halt auch nicht alle auf Max-Level. Ja, weil der hinten nochmal teilt. Das ist ein bisschen das Problem gerade.
Wobei die gleich am Limit sind. Okay, passt. Dann ist okay. Was drückst du nochmal, um das ganze Gebäude zu kopieren? So wie es da steht, halte ich Umschalttaste, klick drauf und zieh es einfach weg. Dann kann ich das komplette Gebäude mit Rezept und allen Greifarmen kopieren. Geht viel schneller, deswegen baue ich immer nur eins vor und danach ziehe ich es einfach. Und wenn du es gedrückt hältst, kannst du sogar die Reihe ziehen dann.